Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von dem Just Spices Adventskalender und zwar in der großen Version. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich persönlich habe den Adventskalender zum Teil bezahlt, also ich habe einen kleinen Rabattcode dafür bekommen, ihn aber mir selber gekauft, ne? Und möchte ihn gerne mit euch zusammen heute mal auspacken. Ich zeige euch auch einfach mal, was dieses Mal quasi mit dabei ist. Generell um den großen Adventskalender drumherum war so eine Banderole. Und das ist echt so ein Ultra-Vieh. Da kannst du Gutscheine ausschneiden und irgendwelche Essenspläne basteln und keine Ahnung, Menüplaner hast du hier mit bei. Und das ist jetzt quasi zu dem Pre-Sale. Huch, da fällt mir schon was entgegen. Gibt es auch noch ein Rezeptbuch mit dabei. Also das finde ich richtig krass. Ne, muss ich wirklich sagen. Und da sind über 100 Rezepte mit drin von Just Spices für Freude im Kochalltag. Das finde ich total cool. Wie bei allen Adventskalendern in diesem Jahr, die ich in der Kooperation zugeschickt bekomme, entweder zum Teil oder komplett, mache ich eine Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung eines individuell zusammengestellten Beauty-Paketes teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei und viel Erfolg. Also ich würde mal ganz grob behaupten, dass das echt ein ziemlich cooler Adventskalender ist, denn der duftet. Mein ganzer Raum hier duftet nach Gewürzen, mega angenehm. Und ja, es ist ein runder Adventskalender, leider nicht wiederverwendbar, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Hier haben wir die Nummer 1. Ach cool, und du hast hier auch wirklich so einen QR-Code mit dabei und da steht ein Rezept mit drin. Das finde ich cool. Hier haben wir zuallererst ein Tomatensalz. Das ist dieses hier, da sind 60 Gramm drin enthalten und das kann man halt super verwenden, wenn du Tomaten isst und dann kannst du es drüber streuen. Dann schauen wir uns mal die Nummer 2 an. Gemüse Allrounder, das finde ich klasse, kannst du über jede Art von Gemüse drüber machen, wenn du Grillgewürze machst oder einfach eine Gemüsepfanne oder sowas. Und dann hast du da einfach nochmal eine kleine Möglichkeit, das Ganze aufzupeppen. Und auch hier sind 75 Gramm drin, also wir haben in diesem großen Adventskalender auch nur die großen Größen. Und das finde ich ziemlich ansprechend und da lohnen sich halt auch irgendwie 100 Euro. Finde ich persönlich für 24 Gewürze. Die Nummer 3 ist direkt da drüber. Oh ja, das ist praktisch. Das ist ein Pizzagewürz. Natürlich, ne? Also hier sind 43 Gramm drin enthalten. Wenn ich persönlich mir eine Pizza mache und dann Gewürz drüber gehe, gehe ich bei uns in den Garten und schnibbel mir da einfach ein bisschen Oregano aus dem, was wir da halt im Garten haben. Aber im Winter, gerade im Winter, kommst du meistens nicht so unbedingt da dran, weil gerade der Oregano eingegangen ist oder gerade einfach Schnee drüber liegt. Und da kommt es ganz gut, wenn man hier im Adventskalender am 3. Dezember ein Pizzagewürz drin hat. Auf der Stirn des jungen Mannes haben wir die Nummer 4. Und da haben wir das Ingwer-Schott-Gewürz. Okay, da kann ich mir noch nicht so viel drunter vorstellen. Machst du das in dein Getränk rein? Ingwer Kick to go. Einen halben Teelöffel der Mischung in 50 ml Wasser oder Saft geben, kräftig umrühren, dann shaken und die Schärfe spüren. Also du machst dir da wirklich nur einen Shot von, ne? Krass. Und ich mag ehrlich gesagt ab und an mal einen Ingwer-Shot. Das macht so wach und gibt Energie und so. Die Nummer 5, das ist der Tag vor Nikolaus. Hier haben wir drin italienisches Hähnchengewürz. Ach guck, das ist auch ganz lecker. Auch sowas kann man dann als Grillzugabe verwenden. Oder wenn du dir einfach Hähnchen in der Pfanne machst. Oder was ich auch ganz cool finde, wenn man sich wirklich ein ganzes Hähnchen nimmt und das dann halt im Ofen macht, so auf einer Dose oder in so einem Hähnchenbräter, ne, so sitzend garen und so, ist das, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Ich bin gespannt, was bei Nikolaus drin ist. Oh, das muss natürlich irgendwas Weihnachtliches sein oder irgendwas in die Richtung Weihnachtsbäckerei. Und zwar haben wir hier Zimtsterngewürz mit drin. Ich bin ehrlich gesagt nicht so die größte Bäckerin. Ich mag es gerne zu kochen, aber backen? Vielleicht packt mich dieses Jahr mal die Backlaune und dann kann ich hier mit diesem Gewürz Zimtsterne machen. Das ist cool und das Engelchen da vorne drauf gefällt mir. Das finde ich hübsch. Das passt natürlich. Wir haben ja immer diese Gesichter vorne drauf. Hier haben wir halt wirklich passend zu Weihnachten, zur Weihnachtszeit halt dieses Engelchen mit bei. Wo ist denn wohl die Nummer 7 geblieben? Ein Bratkartoffelgewürz. Darüber wird sich mein Freund freuen, denn mein Freund ist ein großer Fan von Bratkartoffeln. Und wenn man dann einfach noch, also entweder macht man wirklich selber Bratkartoffeln aus den Kartoffeln, die man vorher am Vortag gekocht hat, oder man holt sich die, die halt einfach im Kühlregal sind. Und dann kann man das einfach damit verfeinern. Warum eigentlich nicht? Finde ich aber ganz schön von der Idee her. Und das finde ich echt nice. Dann suchen wir mal die Nummer 8.
Das ist Stullenspice. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie man das anzuwenden hat. Wir werden es uns gleich mal nachlesen. Pimp your bread und mache aus deiner Stulle ein brotiges Vergnügen. Streue das Stullenspice einfach auf dein mit Butter, Frischkäse, Avocado, Wurst oder Käse belegtes Brot und freue dich auf ein Pausenbrot Deluxe. Okay, also einfach drüber. Na gut. Die Nummer 9 darf machen, dass wir uns freuen. Und das macht sie mit Raclette-Gewürz. Natürlich. Also erfahrungsgemäß macht man doch gerade so in Richtung Winterzeit, sagte sie, während sie hier im Herbst, Spätsommer, mit Weihnachtsmütze sitzt. Sorry Leute, falls ich euch die Herbststimmung genommen habe. Auf jeden Fall ist da die Zeit für Raclette. Und hier kommt es natürlich total cool, wenn man Raclette-Gewürz halt mit dabei hat. Und dann kannst du das, wenn du deine Familie da hast, zum Raclette machen, einfach mit auf den Tisch stellen. Und damit kann man das Ganze einfach verfeinern. Finde ich ganz cool. Und dafür muss es halt auch ein sehr allround-mäßiges Gewürz sein. Und ich bin sehr gespannt. Ich hatte ja die ein oder andere Mischung aus dem letzten Adventskalender, aus dem kleinen, da bei uns zu Hause und habe auch einiges ausprobiert. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das Raclette-Gewürz auch ausprobiert haben. Ich glaube nicht. Dieses Jahr wird es Zeit. Herzlich willkommen im zweistelligen Bereich. Wir suchen uns jetzt mal die Nummer 10 raus. Die ist direkt hier am Mund von der Lady. Alio e olio Gewürz. Lust auf geniales Essen, aber im Schrank ist nur Pasta. Ach so. Ab jetzt hoffentlich auch das Alio e olio Gewürz. Ach, du brauchst gar keinen extra Knoblauch. Einfach die gekochten Nudeln mit etwas Olivenöl und unserem Mix vermischen. Fertig ist dein Lieblingsessen. Das finde ich schon wieder cool, ne? Finde ich richtig cool. Ich glaube, als wir das letzte Jahr drin hatten, haben wir das in einem anderen Essen verbraten, wo uns Knoblauch gefehlt hat. Und ja, jetzt können wir damit auf jeden Fall Alio e olio machen. Kommen wir zur ersten Schnapszahl. Das ist die Nummer 11 und die haben wir hier. Balsamico-Dressing-Mix. Kann ich mir damit selber mein Balsamico-Dressing machen? Mit unserem Balsamico-Dressing-Mix wird jede Salatkreation zum Hit. Verrühre einen Teelöffel der Gewürzzubereitung einfach mit einem Esslöffel Olivenöl, einen Esslöffel Raps- oder Sonnenblumenöl sowie einen Esslöffel Balsamico und beträufle damit deine Salatvarianten. Das ist auch praktisch, ne? Dann hast du da einfach mal direkt auch so ein Salatdressing dabei. Ist übrigens herrlich, dass meine Kamera gerade das Gesicht von Sammy fokussieren will. Sammy, möchtest du auch was dazu sagen? Räuchen, ich möchte gerne auch einen Adventskalender. Ja, Mausi, die kommen auch bald. Keine Sorge. So, Halbzeit. Die Nummer 12. Ach Mensch, da musste ich gar nicht so weit gehen. Die haben wir ja auch direkt nebenan. Hackfleischgewürz. Okay, das kannst du auch safe immer wieder gebrauchen, ne? Damit kannst du dein Hackfleisch immer wieder aufpimpen. Und das finde ich toll. Da kannst du entweder, steht hier hinten zum Beispiel drauf, eine Hacksuppe oder sowas machen, Frikadellen, gefüllte Zucchini oder so, Eintöpfe. Und das ist dafür einfach 1A geeignet. Finde ich klasse. Die 13 ist hoffentlich keine Pechzahl. Und die ist auf jeden Fall hier in der Nähe und auf dem Mund von dem jungen Mann. Ein Avocado-Topping. Okay, wir persönlich essen nicht so super häufig Avocado, muss ich sagen. Hatten wir jetzt das ein oder andere Mal in Gerichten von zum Beispiel HelloFresh mit dabei, aber da war das dann halt so, dass man das in das Gericht inkludiert hat. Aber ich habe mir seltenst mal einfach so eine Avocado gekauft im Laden, weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt mal eine Avocado, ne? Vielleicht wird das anders, wenn man das Avocado-Topping drüber macht. Und das, also ich habe bei mehreren schon gelesen, dass sie das hart feiern und das super lecker finden. Muss ich mal gucken. Wo ist denn wohl die Nummer 14? Gemüsebrühe ohne Zuckerzusatz. Das finde ich auch klasse, denn Gemüsebrühe kann man doch immer mal gebrauchen. Und sei es, dass man halt im Winter während der Erkältungszeit einfach ein bisschen, Monsieur streckt sich, oh ja, ein bisschen Gemüsebrühe einfach so in der Tasse zum Beispiel, ne, einfach so löffelt oder trinkt und dann Zwieback reindippt oder sowas in der Art, da kommt das einfach klasse. Finde ich gut, echt. Und ohne Zuckerzusatz ist es halt auch echt eine nice Kiste. Jetzt gehen wir zu 15. Oh, das wird meinem Freund gefallen, denn mein Freund ist so eine richtige Kakaomaus, also der liebt Kakao. Und der trinkt auch Kakao mit einem Tröpfchen Milch drin. Und hier haben wir Kakaokuss. Ich weiß nicht, ist es dann wirklich Kakao oder ist das, ich weiß es nicht. Hier steht drauf, trink dich glücklich. Streue 2 Teelöffel Kakaokuss und 0,3 Liter deiner Lieblingsmilch und versüße dir den schönen Alltag. Übrigens verleiht der Mix auch Sweeties wie Pancakes, Quark oder Smoothie Bowls ein gaumenschmeichelndes Finish. Aha, jetzt gehen wir weiter zu der Nummer 16. Hier haben wir
Curry Madras drin. Und ja, ab und an essen wir auch mal Curry. Hatte ich letztens erst noch im Tauschpaket von Danny bekommen. Das heißt, da haben wir ja noch original berlinerisches Curry zu Hause. Ja, aber danach können wir uns das hier genehmigen. Geht natürlich immer super über irgendeine Currywurst, die man dann macht. Da ist dann eher mein Freund für zuständig. Oder wenn man zum Beispiel Curryhühnchen oder Curry irgendwas macht. Ich bin nicht so ein großer Curryesser. Aber gut, besser haben als brauchen. 17. Und da haben wir Bowl-Topping. Ich esse auch nicht so häufig eine Bowl oder sowas. Ich weiß nicht, ob hier mit Salat-Bowl oder sowas gemeint ist. Nö, hier geht es um Couscous, Ofengemüse und so weiter. Pak Choi. Okay, ja gut, dann kannst du es im Prinzip auch wieder als Gemüsetopper nehmen, hätte ich jetzt mal so gesagt, oder? Weil wenn das hier hinten drauf steht. Egal, ob du Couscous mit Ofengemüse und einem leckeren Tahin-Dressing oder Pak Choi-Möhrchen und Reis mit Erdnusssoße in deine Schale füllst. Unser Bowl-Topping setzt deiner persönlichen Kreation das würzige Krönchen auf. Okay, ja, hört sich auf jeden Fall lecker an. Ist jetzt aber nicht unbedingt das, was ich mir jeden Tag gönne. Jetzt sind wir aber in der Weihnachtswoche und suchen uns mal die Nummer 18 aus dem Kalender. Das ist roter Pesto-Mix. Oh, okay. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Das wird man sich dann ja wahrscheinlich irgendwo mit zumischen. Wahrscheinlich, Claudia, wahrscheinlich. Bring deine Pasta zum Erröten und das in nur 2 Schritten. Vermenge 1 Esslöffel roter Pesto-Mix mit 2 Esslöffel Wasser und lass das Ganze kurz aufquellen. Füge 2 Esslöffel Olivenöl dazu, umrühren und losnudeln. Psst, Parmesan nicht vergessen. Okay, also das ist halt auch wieder so ein Produkt, wo du jetzt nicht irgendwie groß noch andere Produkte dazu brauchst. Ich habe sonst immer gedacht, ohne Witz, ne, dass man diese Gewürze nimmt, um das, was man halt da draufstehen hat, aufzupeppen. Aber offensichtlich kann man mit den Gewürzen oder mit diesen Mischungen, die drin sind, die Produkte so herstellen. Und das finde ich praktisch. Denn das hast du im Schrank, das ist Ewigkeiten haltbar, bis 18.11.2023, läuft bei ihm. Und dann kannst du halt, wenn du gerade Bock auf rotes Pesto hast, dir das einfach selber anmischen. Das ist voll schlau. Die Nummer 19. Die haben wir hier beim Kerzchen. Mal gucken, ob sie macht, dass uns ein Licht aufgeht. Blueberry Oatmeal Spice. Sagt mir gar nichts. Was ist ein Blueberry Oatmeal? Bin nicht so ganz in diesem Gesundheitsgedönsen drin. Oatmeal ist dein tägliches Brot und dein schlüsselvoller Frühstücksfavorit? Nö, Oatmeal sagt mir nämlich gar nichts. Damit erst gar keine Langeweile im Haferflocken, Himmel aufkommt, schnappst du dir das Blueberry Oatmeal Spice und machst einfach morgens schon blau. Okay, du kannst es einfach dann da reinmachen und hast dann quasi so eine, wie diese blauen Bowls, die man manchmal auf Instagram sieht, ne? Na gut. Dann werde ich das mal ausprobieren. Hier haben wir die Nummer 20. Die befindet sich schon ganz nah an Weihnachten. Nicht nur generell, sondern weil hier die 24 direkt drunter ist. Und hier haben wir etwas echt Cooles drin. Und zwar den Pasta Allrounder. Mein Freund und ich, wir sind auch echt so Nudelmenschen. Ne? Also wir essen unfassbar gerne Nudeln. Und das ist hier einfach etwas, was du direkt mit Nudeln essen kannst. Du streust den Mix samt einiger Tropfen leckeren Olivenöls auf die al dente gekochte Pasta. Oder du verwendest ihn zum Verfeinern deiner Soßenkreation. Also du kannst halt wirklich damit schon direkt Soßen machen, ne? Finde ich voll geil. Das ist ein schnelles Abendessen. 21. Kräuterstullen-Spice. Ja, und das kannst du dem wahrscheinlich dann auch wieder über dein Brot machen, wo du dann vorher Butter drauf hattest oder so. Ja, steht hier auch einfach 1 Teelöffel der Mischung pro Brotscheibe verwenden und die Kräuterfrische genießen. Schmeckt super auf Butterquark und Frischkäse. Dann machst du dir da einfach einen Kräuterfrischkäse oder einen Kräuterquark von. Und auch das finde ich cool, ne? Wenn man da einfach mal ein bisschen mehr Würze, ein bisschen mehr Kräuterigkeit ins Leben bringt, gefällt mir. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich dann jetzt ab gleich bei uns in der Küche halt diese ganzen Gewürze so schön hinstellen kann. Und immer wenn man Bock drauf hat, dann nimmt man sich eins raus und macht sich da was Schönes zusammen. Finde ich toll. Die zweite und letzte Schnapszahl ist die Nummer 22 und die haben wir hier. Das ist ein Rührei-Gewürz. Das hatten wir letztes Mal auch schon mit dabei und das ist total super. Du machst einfach Rührei und machst es drüber und hast direkt ein mega geil gewürztes Rührei. Ohne Witz, das ist so praktisch und so lecker. Auch wieder ein schnelles Mittagessen, Abendbrot, schlag mich tot. 23, der Tag vor Heiligabend. Hot Garlic and Onion Dip. Oh geil, ich mag solche Dips, ne? Ich mag super gerne, mir irgendwie sowas Dip-mäßiges zu basteln und dann, keine Ahnung, einfach Salzstangen rein zu dippen oder was man halt so da hat, so Cracker oder sowas und das dann schön am Fernsehabend zu essen. Und du kannst es auch für Soßen oder Gemüsegerichte nehmen, klar. Wenn du halt hier Knoblauch und Zwiebeln hast, das kannst du immer gut für Gerichte mit reinmachen, ne? Geile Sache. Ich bin sehr gespannt, was Just Spices sich für Heiligabend ausgedacht hat. Hier ist auf jeden Fall die Nummer 24, direkt bei den ganzen Geschenken.
Okay, es wird dieses Jahr also asiatisch. Das ist der Asia-Allrounder. Ich muss gestehen, dass asiatisches Essen bislang noch nicht wirklich bei uns auf dem Heiligabendtisch gestanden hat. Dieser Allrounder ist so vielfältig wie die asiatische Küche. Für feinere gebratene Nudel- und Reisgerichte bereite Marinaden zu oder nutze ihn zum Anrühren von Dressings Bye-Bye-Chaos im Gewürzregal. Okay, ja, muss ich wirklich mal gucken, wie wir den bei uns in die generelle Küche integriert bekommen. Das ist jetzt die Nummer 24. Ich glaube, letztes Jahr habe ich das auch gesagt, ne? Ich hätte mir irgendwie was anderes vorgestellt. Das ist jetzt ein bisschen was, es ist mal was anderes, aber es ist nicht das, was ich erwartet hätte. Der Adventskalender ist nun leer. Ach so, hier unten steht auch genau nochmal drauf, was so drin war. Okay, hier oben haben wir noch einen Tannenbaum. Das ist auch ganz schön. Am besten hält man ihn genau nämlich auch falsch rum, ne? Ich finde den Adventskalender sehr cool und wir haben auch immer wieder ziemlich coole Sachen so drin gehabt. Also es sind Sachen, die man auch schön im Alltag integriert sieht und daraus halt auch echt schnelle Gerichte zaubern kann. Mich hat jetzt die Nummer 24 nicht so vom Hocker gehauen. Da hätte ich mir irgendwie was Opulenteres gewünscht, um das mal so zu sagen. Wobei man in diesem Angebot halt auch einfach sehen kann, dass das Kochbuch auch ein Stück weit als die Nummer 24 mit durchgehen kann. Meiner Meinung nach. An und für sich, wenn man ein Mensch ist, der gerne kocht, der gerne solche Sachen macht, der gerne in der Küche steht und gerne Dinge ausprobiert, ist dieser Adventskalender schon eine ganz coole Geschichte. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings 2021. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!